Hi, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Leute, ich sitze hier gerade in einem Szenario, das ihr wahrscheinlich nicht kennt. Ich dachte mir nämlich, ich nehme heute einfach mal in meinem Wohnzimmer auf. Und noch eine Sache ist komisch, das checkt ihr wahrscheinlich jetzt nicht, aber wir haben 23 Uhr und ich weiß nicht, wann ich zuletzt so spät in Anführungszeichen ein Video aufgenommen habe, weil ich meine Videos eigentlich immer tagsüber drehe. Aber das tut auch überhaupt nichts zur Sache. Gut, dass ich es gesagt habe. Ich habe auf meinem Instagram-Account, hier habt ihr mal meinen Instagram-Namen eingeblendet, bitte folgt mir, nach Gerüchten über mich gefragt. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, das ist so ein kleiner Trend auf YouTube in letzter Zeit. Luca hat das gemacht, Mrs. Bella hat das gemacht, Mikey macht es jetzt auch und viele Leute haben das einfach schon gemacht. Ich habe halt nach Gerüchten über mich gefragt, weil ich war mir relativ sicher, dass es bestimmt einige Gerüchte über mich gibt. Und ich wurde nicht enttäuscht, es sind zahlreiche Einsendungen auf meinem Instagram-Account gekommen und ich werde euch erstmal ein paar raussuchen. Erstmal haben super viele Leute, die ich einfach so kenne, Freunde aus der Uni oder auch Rezo geschrieben, das Gerücht sei, dass ich einen kleinen habe. Dankeschön an euch an der Stelle. Dieses Gerücht ist natürlich nicht der Wahrheit entsprechend. Aber es gab auch wirklich interessante Gerüchte. Und ihr werdet euch sicherlich oder vielleicht auch schon die ein oder andere Sache mal gefragt haben. Das Gerücht Nummer 1, und das interessiert, glaube ich, wirklich super viele Leute, ist, dass ich angeblich Streit mit Luca hatte. Und ich lese das wirklich mega häufig und ich antworte eigentlich auch oft darauf und sage, nein, hatten wir nicht. Also es gab nie irgendwie einen Vorfall bei mir und Luca, der dazu geführt hat, dass wir uns hassen oder sonst irgendwas. Wie das halt einfach manchmal so ist, haben wir uns so ein bisschen, keine Ahnung, auch komisch sich dafür rechtfertigen zu müssen, aber wir haben uns halt so ein bisschen auseinandergelebt so. Aber es gab auf jeden Fall nie irgendwie einen krassen Streit oder sonst irgendwas, was dazu geführt hätte, dass wir gesagt haben, so ab heute haben wir nie wieder was miteinander zu tun. Ist einfach nicht so, aber ultra viele Leute glauben das. Das war vielleicht die erste, wenn nicht die zweitmeiste Sache, die kam bei den Gerüchten über mich. Es stimmt aber nicht. Es haben tatsächlich auch ein paar Leute geschrieben, dass ich mal was mit Luca hatte, wegen diesem Mouse-Shipping. Auch das ist nicht der Wahrheit entsprechend, auch wenn da vielleicht jetzt alte Wunden aufgerissen werden von manchen Mouse-Shippern. Super viele Leute haben auch gefragt, du bist eigentlich schwul. Und ich verstehe das nicht so ganz. Warum sollte ich, keine Ahnung, über Jahre hinweg eine Beziehung führen, die auch zum Teil öffentlich war auf YouTube und eigentlich schwul sein. Macht nicht so viel Sinn und dementsprechend ist auch leider dieses Gerücht nicht der Wahrheit entsprechend. In die gleiche Richtung geht auch das folgende Gerücht. Mir kam schon mal zu Ohren, dass du bisexuell bist. Auch das stimmt einfach nicht und ich weiß nicht, warum so viele Leute das denken. Ich meine, wie kommt man auf den Gedanken? Also ich stehe auf Frauen und nur auf Frauen und nicht auf Männer und nicht auf beides. Ist einfach so. Keine Ahnung, wenn ihr eine Idee habt, wie die Leute darauf kommen, dann schreibt es mal in die Kommentare. Okay Leute, das nächste ist wahrscheinlich die Sache, die ich mindestens so häufig gelesen habe, wie dass ich mit Luca Streit hatte, dass Jana und ich eine Freundschaft plus haben, nachdem wir uns jetzt getrennt haben. Dazu kann ich nur sagen, dass auch das nicht stimmt. Irgendwie war bisher noch kein Gerücht dabei, was gestimmt hat, glaube ich, über mich. Aber ich glaube, das haben Gerüchte oft so an sich, dass sie so erzählt werden und sie stimmen einfach nicht. Also super viele Leute glauben, weil Jana und ich uns ja getrennt haben, auch öffentlich und das gesagt haben und so weiter und so fort, aber weil wir uns jetzt noch sehen, dass wir irgendwie eine Freundschaft plus haben, keine Ahnung, also ich glaube, wir würden uns wahrscheinlich nicht mehr so gut verstehen und sowas, hätten wir das nicht so konsequent gehalten, unsere Trennung, und hätten nicht gesagt, okay, ab heute sind wir getrennt und Punkt. Ich glaube, generell haben wir das halt wirklich mega gesund gemacht, wie wir uns getrennt haben. Und deshalb ist es uns auch möglich, dass wir jetzt einfach befreundet sind, ohne halt irgendwie noch was miteinander zu haben. Fällt wahrscheinlich vielen Leuten schwer, das zu glauben. Wahrscheinlich denkt sich dann so jeder seinen Teil, oh, die chillen noch zusammen. Aber es ist wirklich so, wir sind einfach befreundet jetzt. Und es funktioniert tatsächlich, unglaublicherweise. Wir haben keine Freundschaft plus. Alternativ habe ich auch schon öfter gelesen, du und Jana seid immer noch zusammen. Also unsere Trennung war fake, aber wir sind noch zusammen. Läuft wahrscheinlich so mehr oder weniger aufs Gleiche raus, aber auch das stimmt nicht. Und wir haben tatsächlich einfach nur die Wahrheit gesagt und sind nicht zusammen, aber befreundet. Auch hier gelesen, Jana hat dich eigentlich betrogen. Nein, ist auch Quatsch. Keiner von uns hat den anderen betrogen, sondern wir haben uns wirklich einfach, so wie wir es erzählt haben, im Guten getrennt und ich bin auch sehr froh darüber. Aber hier schon wieder, du bist heimlich weiter mit Jana zusammen. Nächstes Gerücht über mich, dass ich nicht abgeneigt sei, etwas mit einem Fan anzufangen. Und keine Ahnung, woher das kommt. Ich hatte wirklich in meinem Leben noch nie was mit einem Fan. Also
die Situation hat sich gar nicht ergeben. Und das klingt ja so, als sei es so ein Gerücht, dass Leute über mich denken, dass ich öfters was mit Fans habe. Dazu kann ich nur sagen, nein, das stimmt nicht. Auch wieder interessant, wie Leute darauf kommen, das zu erzählen. Generell, so diese ganze Gerüchtewelt ist mir eigentlich übertrieben fremd. Also im Prinzip war es so eigentlich, als ich Mikey kennengelernt habe. Grüße gehen raus an Mikey an dieser Stelle. Das war wirklich neu für mich, dass Leute so Gerüchte übereinander erzählen und keine Ahnung, irgendwie hatte ich damit nie so wirklich Kontaktpunkte. Aber das ist tatsächlich echt eine Sache, die Leute gerne machen. Ich kann es auch verstehen, irgendwie ist es auch interessant, so wenn man dann so erzählt bekommt, der hat das gemacht und so und dann kann man sich darüber austauschen und so. Aber das war wirklich neu für mich und scheinbar gibt es auch jede Menge Gerüchte über mich und bisher hat noch keins gestimmt. Es ist auch wirklich nicht so, als würde ich jetzt irgendwelche Sachen auslassen oder sowas, sondern das sind einfach die meisten Sachen, die eingeschickt wurden und bisher hat halt wirklich einfach nichts gestimmt. Bei mir sagen viele in der Klasse, dass du mal mit Luca zusammen warst. Also stimmt halt einfach nicht und das liegt halt an diesem Mouth-Shipping so und die Leute haben das ein bisschen weit gedacht, sage ich mal. Ein weiteres Gerücht ist, dass Sebastian jetzt mit mir in meiner Wohnung wohnt. Also wie ihr vielleicht wisst, habe ich mit Jana hier in der Wohnung gewohnt und das Gerücht ist gar nicht so weit hergeholt, weil wenn man sich Sebastians Videos mal anschaut, sind die, glaube ich, eigentlich immer in meiner Wohnung aufgenommen. Das liegt aber nicht daran, dass Sebastian hier wohnt, sondern Sebastian wohnt direkt neben mir quasi. Also der hat eine Wohnung, die ist 30 Meter oder sowas von meiner Wohnung weg und wir sind quasi Nachbarn und dadurch chillen wir halt den ganzen Tag zusammen bei mir in der Wohnung, weil meine Wohnung ist halt ein bisschen mehr eingerichtet. Sebastian wohnt noch nicht so lange in seiner anderen Wohnung. Dementsprechend sind wir eigentlich den ganzen Tag hier am Chillen. Das kriegt man, glaube ich, auch auf YouTube gut mit, dass wir uns halt voll gut verstehen und auch mega gute Freunde und halt nicht nur Brüder sind. Und dadurch chillen wir immer hier. Sebastian macht hier seine Videos. Das Gerücht kann ich sehr gut nachvollziehen, aber auch hier muss ich wieder sagen, dass das halt nicht stimmt. Übergangsweise, nachdem Jana und ich uns getrennt haben, tatsächlich aber kurzzeitig schon. Okay, hier ist ein Gerücht, dass du mal betrunken in einem Club mit einer rumgemacht hast. Ich glaube, das ist das erste Gerücht, das ich bejahen kann, aber ich glaube auch nicht, dass es wirklich ein Gerücht ist. Ist das so besonders? Ich glaube irgendwie nicht, aber ja, das erste Gerücht, das ich mit Ja beantworten kann. Auch oft gelesen, das Gerücht, dass ich eine neue Freundin habe, stimmt auch nicht. Also, keine Ahnung, woher die Leute das haben. Wahrscheinlich denken die sich das so, okay, der ist Single, dann hat er bestimmt jetzt wieder eine neue. Habe ich aber nicht. Und das ist der aktuelle Stand. Wenn es so wäre, würde ich es wahrscheinlich aber auch nicht direkt sagen. Also, es stimmt jetzt trotzdem, dass ich keine Freundin habe, aber wenn ich eine hätte, dann würde ich es auch nicht sofort öffentlich machen, weil ich finde, so eine Sache braucht auch einfach ihre Zeit. Man sollte nicht so eine ganz junge Beziehung, die noch gar nicht so gefestigt ist und sowas, so direkt in die Öffentlichkeit werfen. So haben Jana und ich das ja auch gehandhabt und haben uns erstmal voll Zeit gelassen, bevor wir das öffentlich gemacht haben, aber ich habe keine Freunde. Weiteres Gerücht ist, dass ich rauche. Das habe ich auch bei Luca im Video gesehen und genau wie bei Luca stimmt es auch bei mir nicht. Ich bin auch absoluter Nichtraucher und habe auch in meinem Leben, glaube ich, einmal an der Kippe gezogen, fand es kacke und bin seitdem entschieden dagegen, einfach weil es auch blöd wäre anzufangen. Dementsprechend, nein, ich rauche nicht. Das Gerücht stimmt nicht. Ja moin, hier schreibt eine Gerücht über mich, dass ich, also das Mädel, das eingeschickt hat, einen Dreier mit dir und deinem Bruder will. Okay, ich glaube, das ist erstens kein Gerücht über mich und zweitens ziemlich komisch. Nein. Hab gehört, dass Jack Remy und du dieselben Person sind. Also das ist natürlich an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß nicht, wer Jack Remy nicht kennt. Ich blende es euch jetzt mal hier ein. Ist irgendwie so ein Typ, der so komische pinke Sachen anhat, der mal im Video von Sebastian aufgetreten ist. Ich bin Jack Remy. Damit habe ich überhaupt nichts zu tun und ich finde es auch absolut unmöglich, dass Leute behaupten, dass ich mit dem irgendwas zu tun hätte. Bitte lass das. Ein weiteres Gerücht. Du bist faul und lädst selten Videos hoch. Ich glaube, das ist wieder ein Gerücht, das stimmt. Ich probiere mich zu bessern, aber ich meine, das sage ich auch alle drei Videos. Ihr kennt das wahrscheinlich mittlerweile. Im Moment bin ich aber wirklich am Überlegen, was kann ich machen, was ist irgendwie aktuell und interessant. Und ich probiere auch so ein bisschen, mich so neu zu erfinden. Es kommt auf jeden Fall demnächst ein Projekt auf euch zu, das wird heftig. Und ich sag schon mal so viel, es wird mit Kelly kommen. Ich glaube, das wird richtig, richtig durch die Decke gehen. Und darauf könnt ihr wirklich, wirklich gespannt sein. Das kommt bald. Ich sag erstmal nichts dazu. Aber es kommt bald und es wird krass. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's von den Gerüchten über mich. Zum größten Teil haben sie halt einfach nicht gestimmt. Und wenn sie gestimmt haben, dann waren die relativ langweilig.
Ich hoffe mal, das Video hat euch trotzdem gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, macht's gut und keine Ahnung. Hat das Video euch gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare, dann sehen wir uns. Tschö! Das war ein komisches Ende.